Hans-Jürn Ottens aus Uetterlande, der Lokalheld der Elmloher Reitertage. Er und seine Patentochter bleiben fehlerfrei beim Schauspringen. Sie erreichen am schnellsten das Ziel und gewinnen den Preis der Stadt Geestland. Ja, wir sind ja zufrieden, meine Partnerin und ich, dass wir das Schauspringen gewonnen haben. Zum 66. Mal finden die Elmloher Reitertage statt. Die Veranstaltung ist deutschlandweit bekannt. Von Donnerstag bis Sonntag treffen sich hier Pferdesportfans. Mehr als 20.000 Besucher am Wochenende sprechen eine eindeutige Sprache. Also der Besuch der Reitertage lohnt sich deswegen, weil er hat mehrere Tage Sportangebote, hat ein Angebot von Netzwerken, aber auch eine Unterhaltung. Und man kann hier auch einfach ein paar Tage ganz entspannt verbringen, weil hier ist zwischen dem Bereich Sport, Profisport, den Freizeitsport und auch den Spaß alles vertreten. Auch Springreitfans sollten den Preis der Stadt Geestland nicht verpassen. Hier reiten Amateure und Profis in einem Team. Insgesamt treten 9 Paare an. Der Parcours ist anspruchsvoll. Es geht über zahlreiche Hindernisse, kein leichtes Unterfangen für Pferd und Reiter. Ja, also dieser Preis Geestland, der ist ja neu, weil wir die Stadt Geestland geworden sind. Und dieses Wir-Gefühl, dass das jetzt unser Preis ist, die Stadt Geestland. Deshalb sind wir auch besonders stolz, wenn alle kommen. Und dann sollten auch möglichst alle dabei sein, um dieses Wir-Gefühl zu vervollständigen. Egal ob Schauspringen oder Hochleistungssport, die Besucher genießen das spektakuläre Turnier. Ein ganz, ganz tolles Erlebnis, auch neben den Stars oder neben den großen Reitern, auch als lokaler Reiter hier dabei sein zu dürfen. Ja, immer eine schöne Atmosphäre hier, abends hier auch ein bisschen was los noch und immer guten Sport. Auch der ganze Flair, so die Aufmachung, die Leute sind gut drauf, der Platz ist super gepflegt. Wird jedes Jahr größer und ja, man trifft immer viele Leute, das ist das Schöne daran. Vor so einer Kulisse reiten zu dürfen, das begeistert auch unseren Lokalmatador Hans-Jürn Ottens. Die Stimmung einfach nur bemerkenswert. Ein beeindruckendes Event, diese Elmloher Reitertage.